Oh yeah! Leo DiCaprio hat den Oscar und wir haben Erika Steinbach. Fuck! Und die muss weg! Hallo, hey ihr sexy Ladies and Gentle Nerds da draußen. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Und das Erste, worüber wir heute leider reden müssen, ist jemand, der gar nicht sexy und auch gar keine Lady ist, nämlich Erika Steinbach. Die CDU-Politikerin ist nämlich fast so alt und daneben wie ihre Ansichten, die sie auch noch öffentlich in die Welt kackt. Ihr neuester Post, ihr fast künstlerischer Arguss auf Twitter, zeigt einige dunkelhäutige Menschen, die sich über die Anwesenheit eines sehr blonden Kindes freuen. Dazu die Bildüberschrift Deutschland 2030. Oh ja, was das heißt, weiß man. Die dämonische, dystopische Zukunft unseres Landes. Nur noch dunkelhäutige Kriminelle, die blonde Kinder auslachen. Dazu mal kurz ein paar Dinge, Freunde. Wovor hat die Frau Erika Steinbach, in Klammern CDU-Politikerin, nur dass ihr es euch nochmal merkt im Hinterkopf, das wird später nochmal wichtig, eigentlich Angst? Vor fucking Bollywood? Hab ich auch! Die Filme sind scheiße! Aber hat die Frau Angst vor Indern? Nö, habe ich nicht. Irgendwie coole Götter, die ich gerne bei Smite spiele, bunte Kleider, Holy Festival, hey, alles nice. Und dazu noch der kleine Fakt. Scheiße, ich zum Beispiel, ich bin gar nicht blond. Meine Freundin ist auch brünett, also die höchstwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit, dass unser Kind blond wird, ist auch voll gering. Das ist ja doof. Sind jetzt nur noch blonde Mädchen irgendwie in Deutschland cool und wichtig und schützenswert und überhaupt? Wie dumm ist das? Warum ich überhaupt so abkotze, falls ihr euch das fragt. Diese Frau, Erika fucking Steinbach, bei der CDU ist Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. What the fuck? Das ist neben vielen ganz, ganz schlechten Witzen, die wir in der deutschen Politik haben, mit Abstand wohl der allerschlechteste. Diese Frau muss aus diesem Amt raus. Diese Frau darf nicht in irgendeiner Partei Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sein. Nie wieder. Okay, fairer halber, was sagt ihr dazu? Wenn ihr meiner Meinung seid, dann tut euch keinen Zwang an. Gerne einen Daumen hoch oder teilt das Video oder teilt wenigstens eure Meinung, dass so jemand nicht so verlogen in so einem Amt sitzen darf. Dankeschön. Was in Deutschland auch noch irgendwie lustig ist, ist, dass der Bundesnachrichtendienst, also unser Geheimdienst, Vizepräsident Guido Müller, in Zukunft die Seiten wechseln will. Er will nämlich Bundesnachrichtendienstkontrolleur werden. Das ist ein Amt, das extra neu geschaffen werden soll, weil das Vertrauen in unseren Geheimdienst so ein bisschen gelitten hat, verständlicherweise. Aber da stelle ich jetzt mir und euch natürlich die Frage, wie viel Sinn macht das? Ist das A, total genial, weil da jemand die Seiten wechselt, der total der Insider ist und jetzt den ganzen Laden aufräumen kann, weil er kennt sich richtig aus und macht da richtig Ordnung. Guido Müller for the win. Oder aber ist das irgendwie ein ganz seltsamer, lachhafter Lobbyismus, weil jemand, der die Interessen als Vizepräsident oder ehemaliger Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes wahrt, jetzt plötzlich sagt, oh, hier, hi, den Verein, den ich so wahnsinnig liebe, den würde ich jetzt ganz gerne kontrollieren, weil da haben ja alle was von. Also zumindest ich und der Verein. Apropos irgendwie seltsam, kommen wir zu Boston Dynamics. Ihr wisst schon, die führende Marke, wenn es um die Herstellung humanoider und gebräuchlicher, wahnsinnig alltagstauglicher Roboter geht. Hat irgendjemand iRobot gesagt? Ein virales Video von Boston Dynamics zum Thema Atlas, also ihr neuester humanoider Roboter, macht jetzt überall im Internet die Runde, denn es spaltet die Community, könnte man sagen. Atlas läuft auf zwei Beinen, ist ein Roboter und beweist in diesem Video einmal mehr, dass er mittlerweile in der Lage ist, unebenes Terrain zu durchlaufen, überall hin, und selbst wenn er gepokt
und gestochen und geschubst wird, dann ist er durchaus in der Lage, diese Unebenheiten alle auszugleichen. Und das Interessante, sogar viel interessanter als das Video als solches, wo die Technik schon sehr beeindruckend ist, sind die Kommentare unter den Videos, denn dort schlägt die menschliche Empathie Wellen. Immer wieder liest man Kommentare wie beispielsweise, oh mein Gott, das arme Viech und ey, können die nicht aufhören, der tut mir voll leid und ey, yo, es ist eine Maschine. Aber wir sind angekommen in einem dystopischen Zukunftssetting, wo eine Maschine und Menschlichkeit vermischt. Kommentare wie das arme Viech sprechen ihm ja ein Leben zu, das er als Maschine nachweislich nicht oder noch nicht hat. Da ist wieder die Frage, wie man künstliche Intelligenz definiert und für sich versteht. Aber was glaubt ihr? Auf euch kommt es ja schließlich an. Ist das komisch? Also tut euch so ein, kann euch so ein Roboter leid tun? Oder sagt ihr, ey yo, das ist eine Maschine, der kann zum Beispiel freiwillige Helfer oder Soldaten in Minensucheinsätzen ersetzen, weil wenn der in die Luft gesprengt wird, ist das höchstens teuer, aber nicht weiter tragisch. Oder sagt ihr, oh shit, ich ertappe mich auch dabei, wie mir Roboter und Maschinen leid tun und ich spreche denen was Menschliches zu. Und da sind wir an einem ganz interessanten Scheideweg, den so Technologie und Menschheit gerade begehen. Also eure Meinung dazu auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin mega gespannt und ihr wisst ja, ich lese die Scheiße alles. Also benehmt euch! Kommen wir jetzt noch zu zwei kurzen Geschichten aus der Kategorie Net to Know. Zum einen zu Uli Hoeneß. Ja, das Bummelchen ist aus der Haft entlassen worden und ja, man könnte sagen, etwas vorzeitig. 28,5 Millionen Euro hat der gute Mann an Steuern hinterzogen, ist aber zu 3,5 Millionen Jahren Haft. Nein, ist er nicht. Das ist totaler Bullshit. Was laberst du? Es ist auch sehr früh an dieser Tage. Ist dabei zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Wobei mir gerade überlegt, wenn er dunkelhäutig gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich die 3,5 Millionen Jahre Haft gefordert. Nein, okay, Spaß beiseite. Nach nunmehr 1,5 Jahren ist er bereits wieder auf freiem Fuß, weil... Der Uli! Wir wollen die Bayern sehen! Nee, halt, völlig falscher Sport und völlig falsches Lied. Ein Thema noch, und zwar Reproduktionswissenschaften aus China. Und ja, es geht um Sperma. Reproduktionswissenschaftler in China haben es jetzt nämlich geschafft, aus Stammzellen, nun ja, Mäusespermien zu reproduzieren, beziehungsweise sie in Gänze künstlich zu erschaffen. Genetisch betrachtet ist das ein Riesenschritt. Das bringt in der Genetik auch völlig neue Erkenntnisse, denn nun wäre es zum Beispiel möglich, Männern, die unter Unfruchtbarkeit leiden, trotzdem eine Tochter, einen Sohn zu schenken, was auch immer sie sich wünschen. Wobei wir da wieder ein ganz anderes Thema hätten. Sollte man sich wünschen können, was man bekommt? Eingriff früher oder später? Oh Mann, diese Genetik. Oh, was wir Menschen damit alles anstellen. Auf jeden Fall könnte das weltweit vielen verzweifelten Familien helfen, erstmal eine Familie zu gründen. Oder aber es entsteht eine künstlich gezüchtete Armee aus Übersoldaten und die... Okay... Zu viel Wolfenstein gespielt. So, Peace, Freunde, ihr sexy Ladies and Gentlemen da draußen. Falls ihr einen Daumen entbehren könnt, dann gebt diesem doch einfach diesem Video einen hoch. Wow. Dat Satz. Construction. Egal, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darüber. Ihr helft mir und der Show wahnsinnig damit. Also, falls ihr den Daumen entbehren könntet, dann hoch damit. Ihr könnt es auch gerne teilen. Gerade wenn ihr eine gewisse Erika Steinbach loswerden wollt, dann Hashtag DodoJesus und Hashtag raus die Sau. Auf jeden Fall findet ihr da noch unseren Gaming-Channel, da noch unsere Let's Play-Gedönse. Und da, und jetzt kommt der Überschritt. Mein Zweitkanal, Flipfloyd, den kennt keine Sau mehr, aber der wird revived, noch diese Woche. Der Überschritt, ich weiß, ich glaub's selber kaum. Und ihr schon gar nicht, ist schon klar. In der Videobeschreibung ganz viel Gedöns. Und jetzt, Flipfloyd Army, Commando, to the Hootgas. Es war mir wieder eine Ehre, ein Video für sie gemacht zu haben. Und jetzt, Community F5 in 3, 2, 1.